Münchner Mädchen und Buben entbieten mit selbstgebundenen Bögen und Blumensträußen den Gruß der Jugend. Thank you.
Willkommen, olympische Gäste aus aller Welt, Athleten, Helfer, Zuschauer. Die Stunde, auf die wir uns vorbereitet und gefreut haben, ist da. Mögen uns nun die Spiele Fröhlichkeit schenken, großen Sport, Spannung, vielleicht dann und wann ein wenig Rührung und Würde. Wir wünschen uns allen in diesen Tagen ein gemeinsames Erleben in diesem Stadion, in allen olympischen Sportstätten, in dieser Stadt München, in unserem Land, in allen fünf Kontinenten. Wie auch ein jeder von uns zum Sinn olympischer Spiele stehen mag, möge er, wenn wir auch manchmal zu unseren Problemen nur unvollkommene und bedrückende Lösungen anzubieten haben, möge er in ihnen auch ein Fest der Hoffnung erkennen, dass die Menschen das Trennende überwinden und sich verstehen und achten. Wir danken dem Internationalen Olympischen Komitee, dass es uns die Vorbereitungen anvertraute. Sie sind nun beendet. Die Spiele der 20. Olympiade können beginnen. Wir begrüßen den Präsidenten unseres Komitees, Evry Bröndich. Der nunmehr nach 20 Jahren seiner Präsidentschaft, wie es den Regeln des Internationalen Olympischen Komitees entspricht, zum letzten Mal sein Wort an ein Staatsoberhaupt zur Eröffnung der Spiele richten wird, heute an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland.